Suave Muchachos, hier bin ich wieder, euer Deko. Wir zocken eine weitere Runde Darkest Dungeon im Deko Meko Estate. Hört sich an wie ein richtig cooles 5-Sterne-Hotel. Das ist die vierte Folge. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch genauso gut wie mir, denn ich komme davon echt nicht mehr weg. Ich finde das Game einfach so geil. Ich habe mir gedacht, wir gehen mal hier in die Gilde, denn in der Gilde können wir Skills aufleveln. Ich habe mir gedacht, wir rüsten sie auf. Und zwar dachte ich mir, 7 Porträts, 13 Schilde, Kackzeug da, für Level 2 Rank, ist Wurf. Und dann nochmal die Trainingskosten um 10% reduzieren. Ist auch Wurf. Machen wir. So, jetzt nehmen wir unseren Dismaster. Unser Dismaster ist schon Level 2 und das ist echt ein cooler Typ. Der hat auch nur ein vernachlässigbares Debuff und der Rest ist positiv hier. 15% Stun Resistant, 2 Speed dazu, 10 Stress Resist. Und er ist ein Nymphomane, der Typ knattert gerne und im Bordell kriegt er 20% mehr Stress geheilt. Ist ein, also damit nochmal sympathischer direkt. Cooler Typ. Wicked Slice, ich würde überlegen, ob wir noch einen Skill freischalten. Open Vein. Bla bla bla, Wicked Slice. Der hatte eine ordentliche Crit-Chance nochmal. Point Blank Shots. Shot ist ein Schuss, der zurückstößt. Ich weiß eigentlich nicht. Pistol Shot. Wicked Slice. Die Dinger kosten nicht so viel, das den Kram aufzuleveln. Ranged Agbase 85, Crit minus 25%. Ach, Damage minus 25%, aber 11% im 11% mehr Crit. Den kaufen wir uns und ich denke mal. Remap Combat Skills. Heroes can only activate 4 Combat Skills at a time. Toggle the skills on and off to change your loadouts and watch how it changes that hero's position is strange in this position. Den Level noch auf. Das lohnt sich. Wir müssen aufpassen mit der Kohle, weil wir müssen uns eine Ausrüstung kaufen. Los geht's. Denn diesmal sind wir auf jeden Fall mit. Und zwar auf Platz 2 in die erste Runde stellen wir die Kollegin hier. Ach nee, warte, zurück, halt. Wir wollten noch in der Gilde. Ach, die hat den hier sogar schon. Das Ding brauchen wir nicht unbedingt. Ja, läuft. Die ist perfekt. Wer ist das? Tullis. Okay. Denn die gute Tullis hat sogar ein Heal. Und zwar auf ein Gruppenmitglied für 3 bis 5. Das ist in Ordnung, nehmen wir mit. Die würde gerne auf Platz 3. Auf Platz 3 darf sie gerne gehen. Diesmal ist auf 2. Die Kollegin hier auf 1. Und nach ganz hinten stecken wir Papon. Papon würde gerne auf Platz 3. Auf Platz 3 geht nicht. Weil sie hier ist und da will sie nicht hin. Also stecken wir doch Papon auf Platz hier. Slow Reflexes, das ist hinnehmbar. Kann ich hier nicht. Warte jetzt mal. Egal, das läuft so. Wir kriegen 3000 Gold, die brauchen wir auch. 12. 8 Fackeln. Mit 2 Schaufeln wären wir schon wieder drüber, aber wir brauchen eigentlich nichts anderes. 2 Schaufeln noch. Sind wir auf 0. Also. Ich sag mal so, wenn wir jetzt nicht durchkommen und hier verkacken und sterben, dann ist das Game schon wieder ziemlich vorbei, denn ohne Kohle ist Kacke. Also, drückt uns die Daumen, wir müssen alle Room Battles bestehen. Deswegen fürchte ich, müssen wir hier mal lang gehen. Nimm dir die Fackel mit. Fackel sind wir 94. Nehmen wir. Map bitte wieder. Dass wir die Schaufeln gekauft haben. Nature herself, a victim to the spreading corruption.
Sehr schön, keine Battles. Was haben wir hier? Bitte scoute, bitte scoute, bitte scoute. Er scoutet. Okay, da ist aber ein Schatzraum. Schatzraum müssen wir mitnehmen. Ich bin geil auf Schätze und wir haben nicht mehr viel Kohle, deswegen müssen wir 200... Oh, eine Schaufel. Perfekt, zum Glück sind wir hier lang gegangen. So, Rabbit Genscher, die sind ziemlich schwach. Drei. Und die Olle, ich würde gerne zuerst die Olle aus... Push. Resisted, sehr schön! Sonst wäre sie jetzt nach hinten geschoben worden. Bleed out. Nee. If it bleeds. 85 Damage. Das hier hat noch 8. Das hier hat noch Crit dazu. Damit können wir auch die Olle angreifen. Also greifen wir die Olle. Warum? Und dann versuchen wir mal und das klappt. Sehr schön, die ist schon mal lahmgelegt. Damit treffen wir wieder drei Leute und der eine ist schon halb tot. Jetzt ist er ist dran, sie ist dran. Dazzling Light, damit können wir noch einen Stun machen. Haben die Stun Resist 25%, ist nicht so viel. Würde eigentlich gehen. Und es stockt unsere Torch um 5 wieder auf, was auch nicht schlecht ist. Mit dem Dazzling Light greifen wir mal ihn an und hoffen, nee, nur 2 Schaden. Aber der Stun kommt auch durch. Das heißt, wir kriegen nur einen Angriff ab. Das ist doch Wurf. Er wird sogar resisted. Läuft. Wieder 3 Leute angreifen. Und sehr schön. Einer weg. So, aber jetzt kann er eigentlich nichts mehr machen. Doch, er kann den noch durchschaffeln. Ich muss ihm auf jeden Fall für das Setup, was er jetzt hat, noch diesen Buff geben, den wir mit dem letzten Typen hatten. 2, 4. Das ist das Ding. Wobei sie hat mehr Stun Resistance. Machen wir lieber auf ihn und der Dodge. Tot. Tot ist besser als nicht tot. Oh. Ey, triffst du überhaupt irgendwas? Was ist falsch bei dir? Und er hat wieder resisted, Alter. Der gute, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wir müssen ihm mal einen besseren Namen geben. Dismas oder Dima. Muchachos! Ah, fuck, ich hab vergessen, die Skills zu tauschen. Muchachos, ich hab die Idee, Alter. Wie wär's, wenn wir das so machen, dass wir den Chogos eure Namen geben. Habt ihr da Bock drauf? Wollt ihr meine Chogos sein? Wollt ihr meine Chogos sein? Wie viel AP hat der noch? 17, 20, 17. Dima geheilt und zwar fast voll. Läuft. Nur hauen wir mal zu hier. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Also, wollt ihr meine Chogos sein, Muchachos? Klappt. Wir können ja... Ich kann die Leute umbenennen. Ich kann denen selber Namen geben. Rename Hero. So zum Beispiel. Ich könnte ihn jetzt Deko nennen, weil er so eine coole Sau ist. Ich nenne ihn Deko, weil er eine coole Sau ist. Und ich nenne ihn sie Mabossa, weil sie eine Frau ist und weil sie nicht trifft. Das passt zu Mabossa. Also nennen wir sie Mabossa. Sehr geil! Und die nächsten Namen sind für euch. Ihr könnt euch gerne was aussuchen oder sagen, ob das euch scheißegal ist, wer euren Namen kriegt. Aber sonst kann auch euer Wunschcharakter euren Namen kriegen. Und ich würde sagen, wer zuerst kommt, malt zuerst, oder? Und weiß nicht, die letzten oder vorletzten gehen wir damit in irgendeinem Spielchen vielleicht weg oder so. Mal gucken. Aber sagt mir gerne, wer ihr sein wollt. Oder sagt nichts dazu, dann werde ich euren Namen irgendwo eintragen. Dann mal gucken, ob ihr mir Glück bringt oder ob ihr mir Pech bringt. Minus 20% Dodge, das ist vielleicht für den gar nicht schlecht. Oh. Wieso treffen die denn alle nichts, ey? Wollen die mich alle kreuzweise die Kröter-Eier, Knöter, Knöter, Knöter? Was?
ich weiß auch nicht, was er sagen will. Bleite, das ist schon mal nicht schlecht. Iron Swan. Wie viel hat sie eigentlich? 80. 80. Den Crit! Auf den Crit habe ich gehofft! Da! Wer sind diese... Treffendig, ja, sehr schön. Minus 20 Deutsch, das heißt, du wirst so gut wie immer getroffen. Ah, der Crit habe ich, den habe ich echt, auf den habe ich gehofft und es hat geklappt. Und die beiden dodgen auch noch, ey, was ist da los? Der resistet den Blood schon wieder. Haben wir mal zu. 11, sehr schön. 4 HP hat er noch. Stun, wir versuchen mal ihn zu stunnen. Und es klappt! Ach, er ist wieder dran, das heißt, wir haben hier wieder 10% Crit-Chance. Versuchen wir mal, hat geklappt, hat gereicht. Also kein Crit, aber immerhin weg. Zack, sie hat zu, sie hat getroffen. Kann sie sich auch selber healen? Sie kann sich sogar selber healen, sehr schön. Er kann nichts machen. Das ist auch immer schlecht, wenn man die nichts machen lässt, weil dann kriegen die Angst, Stress und kriegen Stress dazu und das ist ja unnütz. Also schau ich einfach die Situation, die Position, weil ist jetzt eh vorbei. Sie kann sich nochmal selber healen. Und jetzt hau ihn bitte weg. Es läuft, es läuft. Würfel bekommen, die nur der Jester nehmen kann, aber 2 Deeds, was schon mal wieder gut ist, und 300 Gold. Mit 300 Gold geben wir uns natürlich auch zufrieden. Wir wechseln wieder zurück. Er macht bitte die Truhe auf und die Truhe ist trapped und wir kriegen nichts. Dafür sind wir den ganzen Weg hier gegangen. Ne? Wir hätten gar nicht gehen müssen. Weil wir müssen nur alle Battles gewinnen. Wir wussten, da war kein Battle. Aber da war eine Schatztruhe. Schatztruhe hat uns kein Glück gebracht. So ein Dreck, ey. So ein Dreck. Aber ansonsten muss ich sagen, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Unsere Leute sind recht voll. Eine Healerin haben wir dabei und Stress haben wir nicht viel. Wir haben jetzt auch noch ein paar Räume abzuklappern. So, jetzt sind wir quasi wieder am Start. Jetzt geht's hier hin. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Raum ist. 89 haben wir noch. Hier haben wir was zum Looten. Probieren wir es mal. Poisonous. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dass ich immer so ein Glück, 2 Schaden nehmen. Dass ich immer so ein Glück habe mit diesen scheiß Fallen, ne? So, wir wollen stunnen, am liebsten den hier. Aber ich glaube, den können wir gar nicht stunnen. Wir können nur die vorne stunnen. Die haben übrigens auch nur 25% Stun Resistance und es klappt nicht. War klar, kein Problem. Kein Problem. Ich kann damit klar. Ich verstehe, dass ihr mich nicht mögt. Warum auch? Jetzt nochmal Stun-Versuch! Auf ihn und es klappt! Die Nerv, die Range-Typen nerven mich nicht immer, nämlich immer, deswegen so. Und jetzt 5-3-3, läuft. Insgesamt 11 Schaden. Kann man hinnehmen. Sind die Bleed? Bleed haben die 25 Resistant, also geht. Dann machen wir mal auf ihn. Und der ist sogar tot direkt! Läuft, ey, läuft. Direkt der Fernkampftyp weggeschnetzelt. 5 Schaden ist ein bisschen was. Jetzt können wir wieder beiden Schaden machen oder wir nehmen einen. Nehmen wir einen, dürfte mehr Schaden machen. So, hier versuchen wir mal zu heilen. Wie viel hat er? 10 nur und sie hat 11. Dann heilen wir lieber ihn. Ein Heal von 4 ist ganz anständig. Oh, 6 Schaden. Eigentlich auch einiges. Ihr kennt das Spiel, wir tauschen wieder. Bitte triff. Sie trifft. Jetzt hat er noch 6. Den kriegt er doch weg, oder? Kriegt er weg! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin voll zufrieden mit meiner Gruppe, auch wenn wir meinen Lieblingsritter nicht dabei haben. Genau, Raynald hat keinen Namen. Mein Lieblingsritter
Reynolds hat keinen Namen. Wer möchte bitte Reynolds sein? Reynolds ist cool, Reynolds ist ein Tank. Tanks sind immer cool. Wobei, nein, ihr dürft euch einen Namen für alle aussuchen, nur nicht für Reynolds. Reynolds wird verlost. Verarscht. So, sie sind surprised. Das ist auch wieder sehr schön. 3-5-3 sind wieder 11 Schaden. Kann man so gut stehen lassen. Stun Resistance 25%. Gehen wir doch mal auf ihn, damit wir schnell wegbatzeln können. Gestunt hat geklappt. So, versuchen wir vielleicht meinen Doppelstun nochmal. Und es klappt! Es sind 3 Leute gestunt bei denen! 3! Stau los, Alter! Und er trifft nicht. Er trifft den Gestunten nicht, wisst ihr? Das heißt nicht mal, dass der ausgewichen ist, sondern. Haben wir jetzt auch noch Stun? Nein, ich hätte mich healen können. Das heißt nicht mal, dass er nicht nur nicht getroffen hat oder sowas. Also, er ist nicht ausgewichen, sondern wirklich daneben gehauen. Das ist so, wie der Typ steht. Ist so wie bei LOL. Kennt ihr bei LOL, oder? Irgendwer ist von Morgana gebindet, aber eure Lux trifft trotzdem ihren Bind nicht oder irgendwie sowas. Iron Sworn können wir noch versuchen. 11 Schaden, das ist schon mal ganz gut. Nehmen wir so hin, den Stun können wir wieder versuchen, aber die Chance ist gering. Blight Resistance haben sie 25%. Das heißt, auch nicht so geil. Dann versuchen wir den Disorientating Strike. Und die swappen, das hat nicht viel gebracht. Crits mögen meine Leute natürlich überhaupt nicht. Ich muss sehen, dass ich die geheilt kriege. 5! Schleift. Ja, auch wenn die Blight Resistant sind, vielleicht was weniger Schaden, aber es trifft nicht. Und er dodgt, sehr schön. Anständig von dir. Finde ich korrekt. Zack, da ist einer tot. Und der steht auch kurz vorm Ende. 3-7. Versuchen wir ihn wegzuhauen und es klappt. Der ist tot. Selber heilen 5. Wir haben echt gerade gut Glück. Disorientating Blast. Hauen wir ihn nach vorne. Hat wenigstens einen Schaden gemacht und jetzt können wir vielleicht sogar beide wegratzen. Wobei es hätte nicht klappen können, aber er ist fast tot. 4. Steal yourself. Komm. Oh. Das ja nicht trifft, ne? 4 geheilt, ist anständig. Bäumchen wechsel dich und jetzt hier Ende aber, ne? Sehr schön. Ja, so langsam kommen allerdings. Sie hat immer noch 24 HP. Die hat noch 8 HP. Okay, die haben beide noch 8 HP. Das sind schon die stabileren von mir. Und es war nichts drin. Nein, du sollst doch nicht wechseln. Aha. Please. Nein, das war so. Oh. Es tut mir leid, Muchachos, ich hab selbst Brain AFK. Scouting, sehr schön. Eine Trap entdeckt und wir haben keinen Fight vor uns hier. Wollen wir looten? Looten wir, oder? Meat and Bones. 2 fressen, ist ja schon mal nicht schlecht. Und hier Falle entschärfen, klappt auch. Läuft ja wie am Schnürchen. Jetzt sind wir allerdings bei 76, da wird es wieder knapp. Eine Fackel benutzt. Nächster Raum, 2 Räume haben wir noch vor uns, glaube ich. Ja. Und wir haben keinen Fight hier, aber da ist ein Fight. Und da ist noch ein Fight. Und da ist noch ein Fight. Und da ist noch ein Fight. Und wir müssen alle Battles. Alter, das sind noch 3 Kämpfe, das ist krass. Wir haben ziemlich viel Essen noch dabei. Schon mal 2 hochhealen wenigstens. Oh, noch eine große Gruppe. 5, 5, 6, das war richtig anständiger Schaden. Resisted. Und der Schuss von dem immer durchgeht, ey. Das ist so böse, dass der so einen Schuss hat, der komplett durchgeht. Ich hoffe, er stirbt. Oder schaffen wir hier? 10 schaffen wir nicht. 11. 11 Schaden ist anständig.
Versuchen wir Stun und es trifft und der ist schon mal tot und der ist gestunt. Einmal weniger Schaden bekommen. Wie viel Stun Resistance haben die? 25%. Ich könnte auch healen. Also noch im Heal. Alien Crit. Mit den HP sieht es bei meinen Leuten gerade echt nicht gut aus, ey. Und das, obwohl wir noch gerade gesehen haben, dass wir so viele Kämpfe vor uns haben. Das war längst schon wieder anständiger Schaden. Bin froh, dass ich den Jungen habe, ey. Er hat noch ein HP, das heißt, sobald ich treffe, dürfte der tot sein. Ich treffe und der ist tot. Schon mal der Fernkampf-Spaß direkt. 5, 4, komm schon. Ja, der ist weg. Bitte noch einer von mir. Ja, 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 ja. Nicht nochmal Schaden bekommen. Plus 20% Scouting, plus 5 Dodge und minus 8 Stress-Heal. Ich weiß nicht, was Stress... Ach so. Okay. Stress-Heal heißt, dass er weniger Stress geheilt bekommt in einem Bordell oder wo auch immer er hingeht. Ne, lassen wir. Da ist meistens Scheiße drin. Ein Porträt. Wobei, wenn da Essen ist. Da könnte Essen. Es ist kein Essen drin. Rabies. Rabies hat sie bekommen. 10% minus 10% Genauigkeit. Natürlich auch scheiße. Okay, die kann man theoretisch schnell wegschnetzeln. Andererseits können die sich verdoppeln, beziehungsweise können einfach mir angreifen und dadurch Verstärkung kriegen. Hat er nicht getan? Gut. Er kriegt langsam gut Schaden. Wir heilen uns selber. Oder versuchen wir. Die haben 4-2. Den mit 2 AP könnte ich eigentlich killen. Gut. Bringt nichts außer einen Schaden immerhin, aber. Komm bitte, hau dich daneben. Ja. Noch ein Zug von mir. Ich versuche ihn zu stunnen. Und Ende Gelände. Den Kampf haben wir gut überstanden. Ich glaube insgesamt nur 4 Schaden bekommen. Wir sind hier. Wir müssen jetzt auch hier hin. 2 Kämpfe und unsere Leute. Also vom Stress her echt geil, aber... Ne? HP. Jetzt bin ich nur eine Schaufel dabei. Okay, der Kampf geht einigermaßen, sind auch surprised sogar. 6-6-4. Sehr schön. Komm, bitte hauen einen weg. Nein, dich trifft, war klar. Aber du, ja, sehr schön. Da ist einmal weggehauen. Hier können wir nicht viel machen. Aber er kann nochmal schießen. Ja, ja, bitte noch einen Zug von mir, einen Zug von mir, einen Zug von mir. Nein! Oh, zum Glück nicht geblutet, ey. Aber er kann nichts machen. Bäumchen wechsel dich. Alter, richtig gut Kohle. 1550 Knete bekommen. Anständig, noch einen Sack zum Durchsuchen. Knete, 250 nochmal. Wir haben knetemäßig echt gut abgeräumt. Allerdings haben wir immer noch einen Kampf vor uns. Er ist fast tot. Aber wir haben Heal dabei. Ich hoffe, wir schaffen das. Apfel. Der Kampf sieht sogar gar nicht so schwer aus, theoretisch. Warum musste der Blutbleed sein? 6-4-6. Guter Schaden. Wir fangen mal direkt an zu heilen oder zu stunnen.
Wir heilen mal. Oh ja, 11. Er bekommt gleich Probleme. Ach, er hat resistet. Okay, das ist anständig. Bitte stunne. Sehr gut, der ist gestunt gewesen. Sie hat noch recht viel HP. Wobei, ne, sie hat auch nur 4. Bitte triff. Ja! Der erste ist weg! Die Gruppe hier überzeugt mich echt, muss ich sagen. Wir heilen sie. Er markiert ihn wahrscheinlich, ja. Oh, und sie versucht zu vergiften. Gedodged! Klasse Gruppe, wir greifen ihn an. 7. Hälfte der HP schon mal Schaden gemacht. Dima ist dran. Ne, wird angegriffen. Jetzt ist er dran. Bitte nochmal ordentlich Schaden. 6 kannst du austeilen, weiß ich. Und die anderen beiden dodgen. Er kann nochmal einen Stun versuchen. Sehr gut. 5, 5, 3. Die sind ziemlich blight resistant. Können es versuchen. Nee. Aber ein Angriff nicht durchgekommen. Die ist in der Death Zone. Heal dich mal selber. 4 HP ist ja ganz anständig. Ist der so auf meinen Dekor? Auf mich? Das bin ich. Schwein. Mabossa, hau ihn rein. Good job, Mabossa. Auch wenn ich ihn so nie loben kann. Ja, wenigstens im Spiel ist halt mal sowas gut. Und er verkackt sie direkt, ne? Ich wusste es. Ich hab's so gewusst. Treffer. Und der letzte. Komm, kriegst du. Sehr schön. Deko. Macht's wieder. 750. 2 Deeds. Und hier nochmal 1000 Gold. Alter, wir haben richtig ordentlich abgeräumt hier. Die Agenten der Pestilenz werden noch von unseren Wäldern getrieben. Was? 6600, Alter. Und nochmal 3000 oben drauf. Fast 10.000 verdient. Haben wir jetzt auch gebraucht, weil wir waren ja vorher komplett pleite. Wir haben 16 von den komischen Teilen bekommen. 4 Deeds, ein Porträt. Und eine passive Fähigkeit, die hoffentlich gut ist. Resolve XP in turn. Determines the hero's resolve level. Resolve level represents the hero's veteranship and directly acts as stress resistance against the horrors encountered in dungeon. Low resolve level heroes. Okay. Also, erstes Level 2 und erstes mies cool. Er kriegt weniger Stress. Bitte was Positives. Yeah, second wind health blow. Health below 50%, 10% mehr Damage. Ja, ist in Ordnung. Ein Buff ist immer gut. So, Muchachos, das war wieder ein geiler Dungeon. Wir sind richtig gut durchgekommen mit dem Team. Wie gesagt, sucht euch hier, hier habt ihr die Namen, euren Lieblingscharakter aus. Warum ist er weg? Sucht euch euren Lieblingscharakter aus, sagt mir, welcher davon ihr gerne sein würdet. Sagt mir, welchen Namen ich da reinschreiben soll. Und dann seid ihr vielleicht schon beim nächsten Mal mit in meinem Team auf der Jagd durch den Dungeon. Und am Ende, der gute Reynolds wird verlost, wer das sein darf. Aber das zeige ich euch in der nächsten Runde, was ihr da machen müsst dafür. Das muss ich erst ausdenken. Quasi. Spontan. Muchachos, ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen nach oben für das geile Video und reingauen. Bis zum nächsten Mal mit Darkest Dungeon. Ciao, ciao.